Hallo, Hallöchen, wir spielen wieder LS22, sind auf der White Hostic Map und heute machen wir mal noch die Wiese fertig. Wir tun noch die letzten Silageballen dies Jahr hier pressen und ja, hoffe, wir werden heute fertig damit. Falls wir frühzeitig fertig werden, machen wir nämlich noch die letzte Rüben von Feld, keine Ahnung, was ist denn jetzt los? Ich glaube, mein Treibstoff ist alle. Gut, das habe ich jetzt nicht im Blick gehabt. Treibstoff ist komplett alle. Wie sieht's denn bei unserem Kollegen aus? Der doch im Fass dabei ist, da kein Treibstoff drin. Der hat eigentlich auch keinen Treibstoff mehr. Wir sind komplett trocken. So, ja, das ist genau das, was ich jetzt eigentlich nicht machen wollte. Aber wir gucken mal bei uns hier auf dem Hof. Haben wir da noch irgendwo was? Da. So, der ist zwar ein bisschen angeschlagen hier, aber der kann mir doch sicher noch so ein bisschen Treibstoff hier liefern aufs Feld. Das habe ich, das ist jetzt nicht geplant gewesen, aber das habe ich echt nicht im Blick gehabt. Vorhin Sound kaputt. Da geht das Ding einfach aus mitten auf dem Feld bei der Arbeit. So, irgendwo muss ich das hier hinstellen. So, wir haben eine Tankstelle, eine mobile Tankstelle. So, wenn es euch gefällt, lasst da noch ein Däumchen da und wenn ihr noch nicht gemacht habt, die Glocke aktivieren. Wenn ihr es abonniert habt, dann verpasst ihr keine weitere Folge mehr. So, genau, Gülle müssen wir dann auch noch ausbringen. Aber... eins nach dem anderen.
So, passt noch gut der grüne Anhänger zum grünen Trigger. So, wir haben ja noch unsere neue Einnahmequelle, quasi den Steinbruch. Das läuft mittlerweile. Wir haben noch einen Anhänger gekauft, den werden wir dann nächstes Mal, wenn wir im Steinbruch sind, werde ich euch das noch zeigen. So, wir fahren mal hier geradeaus weiter. So, ein paar Ballen haben wir nämlich da gepresst. Das ist gutes Geld, aber wenn wir nämlich gucken, haben wir nämlich gar nicht so viel Geld mehr, und das bisschen, was da immer jetzt noch reinkommt, ist eigentlich vom Steinbruch. Wir füttern nämlich gerade noch den Steinbrecher, wo der ist ziemlich voll, deswegen kommt das immer so schleppend, das Geld hier. Das habe ich mir nämlich schon fest gedacht. Das Problem ist eigentlich, wir haben manuelles Tanken drin und jetzt weiß ich nicht, ob das hier überhaupt so funktioniert. Sieht nicht so aus, wenn man einmal was klappen würde. So, da kann ich nichts aufklappen, gar nichts. Aber es wäre cool, wenn ich da tanken könnte mit. Das ist wieder Claro. Vielleicht muss ich bloß anders stehen hier. Das ist auf jeden Fall der Tank. So funktioniert's. Der ist schon mal voll. Okay. Jetzt versuchen wir das vorne auch nochmal. Das geht bestimmt hier auch. Also jetzt fahren wir da richtig rein. Jetzt geht's, wenn ich drin sitzen bleibe.
Super. So, doch noch geklappt. Genau, eigentlich wollten wir schnell vor allen Dingen hier die Wiese fertig machen. Aber wie das halt so ist, kommt manchmal was dazwischen. So, dann haben wir vergessen, die Presse anzuschalten. So, jetzt sollte das aber funktionieren. So, wenn wir den Tankanzeige im Auge gehabt hätten, hätten wir natürlich gesehen, damit das da gleich mal trocken läuft. So, Ballen haben wir dann reichlich. Die können jetzt noch ein bisschen in der Sonne gären. Und wenn die dann fertig sind, verkaufen wir die dann, fahren die vom Feld weg. Aber jetzt machen wir erstmal hier den Rest. Mähen wir mal runter. Treibstoff haben wir jetzt. Tankanhänger ist noch vor Ort, falls es irgendwelche Probleme gibt. Nochmal nachfüllen. Aber jetzt sollte das auf jeden Fall reichen. So, aber ich glaube, für die Rüben wird es vielleicht ein bisschen knapp werden, die noch abzufallen. Das mit den Tanken hat uns jetzt ein bisschen zurückgeworfen.
hier. Huh. So viel ist eigentlich nicht mehr, aber der Presse hängt immer ein bisschen hinterher. Wir haben halt noch die Düweil Presse erhalten. Und jetzt ist dann sowieso, irgendwann sollten wir mal noch ein paar Fahrzeuge vielleicht kaufen oder zurückgeben, damit wir da mit dem Geld ein bisschen besser zurechtkommen. Jetzt ist es ziemlich knapp. Wir sind jetzt schon weit im Minus. Wir haben eine Zuckerfabrik gekauft und noch einen Steinbruch. Und das hat uns ein paar Millionen in die Minus gebracht. Aber wir sind natürlich zuversichtlich, damit wir da ordentlich wieder Geld einnehmen. So, tippitoppi. So, der kann eigentlich so mit 20 km/h hier mähen. Aber wenn wir so weit vorausfahren, dann kommt der mit der Presse nicht mehr hinterher und dann weiß er nicht mehr, wo ich zuerst und zuletzt war. Deswegen fahren wir ein bisschen langsamer. Ich glaube 10 km/h ist nicht schlecht, ich glaube der da hinten schafft es auch.
Sollte jedes Mal anhalten, wenn er einen Ballen rausschmeißt. Geht noch einen Moment. Aber ein Ende ist in Sicht, noch zwei, drei Bahnen und dann haben wir die Riesenwiese gemäht. Komplett. So, und der Erlös von dem Ballen soll uns eigentlich über den Winter so ein bisschen bringen, damit wir da unsere Rechnung zahlen können. Schauen, ob das aufgeht. Und natürlich haben wir für die Kühe, haben wir, glaube ich, genug Futter. Das sollte reichen. Dann kriegen wir da natürlich auch noch ein bisschen Geld für Milchverkauf. So, normal kann der eigentlich so schnell fallen. Kein Problem für die Leistung, was der hat. Aber dann kommt der andere natürlich da ein bisschen ins Wanken.
glaube, das Mähwerk, das wird sich nachher aufholen, wenn es meine Wäsche bekommt. Puh, hier ist dann doch noch recht breit. Ich dachte, mit den Streifen haben wir es denn, aber... durch. So, jetzt aber die letzten paar Meter hier. Puh, wir haben es geschafft. Unglaublich. In dem Fall sage ich doch danke fürs Zuschauen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.